Wir sind hier gerade in Mönchengladbach beim Warnstreik in der neuen Tarifrunde 2013. Wir fordern endlich das, was uns zusteht nach langen Jahren von Krise und Zurückstecken. Wir fordern 5,5% mehr Gehalt, auch für die Auszubildenden. Wir wollen endlich, dass unser Reallohn und unser Einkommen nicht weiter sinkt. Es kann nicht sein, dass die Profiteure, die mit mehr Geld aus der Krise rausgegangen sind, jetzt auf dem Geld rumsitzen und nicht den Leuten geben wollen, die es am nötigsten brauchen und die es am meisten verdient haben. Die Leute, die täglich dafür arbeiten und die Leute, die auch wirklich jetzt auf die Straße gehen und für ihr Recht kämpfen. Die 5,5% sind gerechtfertigt, weil die Gewinne der Unternehmen immer höher werden, die Inflation immer weiter steigt und unsere Arbeitsleistung einfach das gerechtfertigt. 5,5% ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. Das wird dann wieder ausgegeben. Das schadet nicht der Wirtschaft, sondern kommt allen zugute. Das ist dann ein Plus für uns und ein Plus für alle. Wenn in Bayern kein vernünftiges Angebot kommt, dann werden wir streiken. Wenn wir eine Urabstimmung machen und wenn man sich die Stimmung hier anguckt, dann wird das zwangsläufig auf den Streik hinauslaufen. Wir haben lange genug zurückgesteckt und wir können durchhalten. Das haben wir schon oft genug bewiesen. Und es ist eine Stimmung im ganzen Land, dass sich die Menschen nicht mehr vorführen lassen. Die Stimmung war super, weil so viele da waren und der Platz so toll ist. Klasse. War einfach wunderbar. Wir dokumentieren mit dieser Kundgebung heute, wir stehen geschlossen hinter unserer Tarifforderung. Wir sehen, dass wir seit Jahren eben zurückstecken und dementsprechend viel anderen gibt es eben auch heute hier bei der Demonstration und bei dem Warnstreik. Ich empfehle natürlich allen Kolleginnen und Kollegen der IGM beizutreten. Eine starke Gemeinschaft braucht auch eine große Basis und das erreichen wir nur zusammen, was man hier sieht.